Ich werde heute gerne einfach jetzt, um gut heute Nacht zu schlafen und gut in den Abend zu gehen, auch noch alle ein bisschen behandeln. Gell? Und ich bringe Ihnen aber auch bei, sich selbst zu behandeln. Denn ich habe dieses kleine Buch geschrieben, Der Heiler für die Hosentasche, was es auch hier im Schörner Verlag gibt. Und es ist so ein Selbsthilfe-Selbstheilungsbuch mit Prana. Da muss man eigentlich weder etwas wissen vorher, noch muss man an irgendetwas glauben. Man darf einen kritischen Verstand haben, man darf es einfach mal ausprobieren und fühlen und spüren und mit sich selber testen und lernen. Und dann macht es auch Spaß, was damit zu tun. Und das ist so die Hausapotheke eigentlich. Ne? Man sind auch Übungen drin und auch, ich denke, wie ich es beschrieben habe, so dass man es allgemein auch gut verstehen kann, auch wenn man sich nicht mit energetischer Heilung oder Behandlung befasst. Ne? Sonst. Und man kann einfach das Wissen anwenden, gleich. Und das werden wir heute auch tun. Wer arbeitet denn von Ihnen energetisch oder hat es schon mal gemacht oder hat sich mal behandeln lassen? Wer einfach hereinspaziert, wir sind noch früh dran. Ja? Was haben Sie gemacht? Seit 30 Jahren alles Mögliche, gut. Ja. Wer ist denn skeptisch und sagt, so energetische Geschichten, ganz merkwürdig, darf man auch ehrlich sagen? Nee. Okay, wer hat denn schon Erfahrung gemacht mit Krankheit und Arzt und vielleicht Krankenhaus, bei sich, bei Angehörigen? Ja, ja, okay, gut. Gibt es so ein Fazit, wenn wir jetzt mal so 10 Finger haben und sagen, gut, da war ich, bin ich operiert worden oder da bin ich untersucht worden, da habe ich vielleicht Medikamente genommen oder was auch immer oder da habe ich die und die Krankheit gehabt. Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben 10 Finger und sagen, wie war die Erfahrung im Fazit? Ja, das sind ja oft manchmal Wochen und Monate, wo man vielleicht in der Behandlung drin ist. Manchmal auch vielleicht nur, dass man einen Schock, den man erlitten hat, behandelt kriegt und eine Stunde irgendwo war. Wenn wir jetzt mal so ein Resümee ziehen und Sie sagen mir mal, 10 ist richtig gut und 1 ist schlecht. Ja? So mal, wenn Sie jetzt eine Note geben könnten, wie ging es Ihnen denn nach diesen Behandlungen? Waren Sie zufrieden? Haben Sie sich wohlgefühlt? Haben Sie gesagt, das war optimal, das war richtig gut, ich bin abgeholt worden ganzheitlich? Oder war es schwierig? Bin ich irgendwie mit einem Gefühl da vielleicht rausgegangen, ich fühle mich erniedrigt oder ich fühle mich nicht erkannt oder noch kränker oder ich, wie auch immer. Ne? Einfach mal so reinspüren, wie zufrieden bin ich denn mit dem, wie mit mir und meiner Krankheit bislang umgegangen wurde. Ja, so die konventionellen Geschichten einfach, die man bis jetzt schon erlebt hat, was unsere Gesellschaft auch anbietet, ne? Wie wir uns behandeln können, wenn er mal die Finger so hebt, ja, dass ich es mal ungefähr weiß einfach, so die Note. 10 ist super gut und die konventionelle so Behandlung, was habt ihr da? Ja, okay, also, ja, aha, gut. Nur mal so, dass ich weiß, was so für Erfahrungen, Vorerfahrungen schon da sind auch. Schlechte. Okay. Ärzte. Es ist halt so, dass dieses System mittlerweile sich leider, oder Gott sei Dank, auch ein Stück ausblutet. Ne? Wir sind das die größte Industrie der Welt, die Gesundheitsindustrie. Deshalb gibt es auch bei uns, wo die reichsten Leute wohnen, die meisten Krankheiten. Ist interessant, ne? Wir denken, da wo Slums sind und wo es den Leuten ganz schlecht geht und Kriege herrschen und so weiter, da müsste es eigentlich die meisten Krankheiten geben, oder? Wäre eigentlich logisch, ne? Wo die Ernährung schlecht ist, die Hygiene schlecht ist, die Menschen vielleicht traurig und verzweifelt sind, entwurzelt. Da müssten doch eigentlich die meisten Krankheiten sein. Das Gegenteil ist der Fall. Zum einen, weil wir Krankheiten natürlich auch unbewusst und bewusst erzeugen selber. Aber wenn ich weiß, es ist kein Hilfssystem da, es ist niemand da, es gibt gar kein Krankenhaus und es gibt auch keinen Arzt und mich kann keiner operieren, dann werde ich auch nicht krank, interessanterweise. Also wir wissen, es gibt Untersuchungen, dass in Kriegszeiten und Krisenzeiten nur ganz wenige Menschen sich erlauben, in Anführungszeichen, ihre innere Krise vielleicht über eine körperliche Krankheit auszudrücken. Nicht einmal psychische Erkrankungen gibt es im Krieg wesentlich, also fast auch nicht, ne? Dass jemand sagt, ich habe eine Depression oder ich kriege eine Psychose oder ich bin manisch-depressiv.
auch das in Notzeiten haben Menschen keine Krankheiten. So, jetzt geht es uns gut. Ne? Wir sind wirtschaftlich ganz gut aufgestellt. Jetzt ist natürlich auch mit der Suggestion gut zu arbeiten. Jetzt sind wir sozusagen satt und zufrieden. Jetzt kann ich aber einem auch ein paar Ängste einreden oder auch sagen, oh, hast du schon was gemacht? Du kriegst sicher Rheuma. Mit 50 kriegen alle Rheuma. Das ist ganz klar. Wer es nicht hat, gehört nicht dazu. Ja? Es gibt, ihr wisst es mit diesen ganzen Untersuchungen, ne? Was einem da oft eingeredet wird. Ich habe wirklich gute Freunde auch in der Pharmaindustrie und auch, ich habe auch jetzt keine Vorbehalte, ne? Ich habe auch lang selber in der Klinik gearbeitet und ich habe da überall auch gute Freunde, aber die sagen mir auch, es ist ein Riesengeschäft, das größte Geschäft, was es gibt, ist das mit der Gesundheit. Man verdient da mehr als mit der Rüstung und mit anderen Geschäftszweigen und man muss die Patienten, der Patient ist der, der es aushält, der Klient ist der, mit einem den Weg geht, der Klient, ne? Also ich habe Klienten, wir gehen zusammen Weg und der Patient ist der, be patient, ja, sehr ruhig, halt's aus. Ne? Und da wurde mir immer wieder gesagt, man muss die Patienten in einem zahlungsfähigen Krankheitszustand halten. Dann ist das Alter gesichert. Ja, es ist zynisch, aber das hat mir auch ein Arzt gesagt. Der hat gesagt, das ist doch die beste Altersvorsorge, so gesund dürfen sie gar nie werden, dass sie unabhängig werden. Ne? Und das ist sowas, wo ich sage, nee, also das war so der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, ich arbeite jetzt wirklich gar nie, nimmer in der Klinik, also in diesem System. Ich werde zwar immer wieder auch in die Klinik geholt und arbeite dort auch mit, aber nach meiner Art. Ne? Aber ich finde auch, wir können gut zusammenarbeiten. Ja? Es soll sich auch jeder Klient aussuchen können, welche Heilmethode er haben will. Aber ich habe noch eine ganz andere Vision. Ich denke eigentlich, dass überhaupt keiner krank sein muss. Ne? Also dass ich hätte ganz gerne, dass ich in meiner Funktion, Menschen zu helfen, gesund zu werden, ein Stück was verlernen wollen dürfte. Und zwar, dass ich die Verantwortung ein Stück weit übernehme. Ich mache das auch gern, aber eigentlich ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Und ich würde ganz gerne jedem die Verantwortung wieder selbst in die Hand geben für seine Gesundheit. Und dann würde ich gern mit einem Menschen, der gesund ist, der in sich in Harmonie ist, mit sich in Harmonie ist, an seiner Lebensaufgabe arbeiten. Ja, und sagt, weshalb bin ich denn eigentlich hier? Weshalb mache ich einen Urlaub hier auf der Erde? Ne? Wenn wir uns das mal so vorstellen, wir sind auf Urlaub hier. Ja, wir gehen ja auch wieder, wir sind angereist und reisen irgendwann wieder ab. Und was erlebe ich denn auf dieser Reise? Ich habe die ja mal irgendwann geplant, ganz bestimmt. Und ich habe mir Dinge ins Reisegepäck getan. Ich habe Hoffnungen, Sehnsüchte, Erwartungen. Ich bin Forscher auf diesem Planeten. Wir sind alle Forscher, das ist doch ganz klar. Ne? Und wir haben so viel zu entdecken im Körper, die Dualität, heiß, kalt, ne? Liebe, Hass, Gefühle, die Natur. Das ist doch fantastisch. Ne? Und wenn wir da unsere Zeit drauf verwenden könnten, Forscher zu sein, dieses Menschenleben zu erforschen auf dem Planeten Erde, wäre es doch viel schöner, als gekränkt zu sein, weil wir irgendwo doch nicht das vorfinden, was wir uns erwartet haben und somit auch krank zu werden. Nur gekränkte Menschen werden krank. Und vielleicht kann sich auch jeder mal überlegen, wo er sich gekränkt fühlt. Und wie sich das anfühlt, gekränkt zu sein. Gibt sicher bei jedem Situation, wir alle haben Kränkungen erfahren und auch Kränkungen, die uns zum Teil wirklich krank gemacht haben, auch körperlich. Ne? Wo man sagt, oh, das schlägt mir auf den Magen oder das bracht mir Kopfzerbrechen, ich kriege immer Kopfweh dann und dann. Ne? Oder ich kann das Knie nicht mehr beugen, ich will nicht mehr das Knie beugen und ich will den Nacken nicht mehr beugen und das tut mir jetzt alles so weh. Ja? Oder mein Selbstwert ist andauernd gekränkt. Ich habe Herzprobleme. Ne? Es geht mir an die Nieren. Ich habe Ich-Du-Probleme. Ich habe auch Angst. Ich habe auch Angst loszulassen. Blase. Ne? Unser Körper erzählt uns da ganz viel. Und ich bin Psychosomatikerin auch. Also ich kann diese Zusammenhänge herstellen und forsche da auch schon ganz lange und finde es immer wieder faszinierend, wie ganz schnell wir auf dieses Grundprogramm kommen, wenn wir sehen, was für ein Symptom jemand hat. Ja, und wie wir es auch auflösen können. Und es gibt eben eine Alternative ohne Medizin und die Alternative behandelt gleich
den Lichtkörper, unseren energetischen Körper, der ja unkaputtbar und unzerstörbar ist. Den kann man nicht operieren, da kann man auch nichts rausschnippeln. Ne? Also der Lichtkörper, der bleibt selbstverständlich, auch wenn uns ein Organ fehlen sollte. Ne? Der Lichtkörper bleibt unversehrt. Und wenn ich jetzt nun mal die Kränkung, die ich erlebe, direkt am Lichtkörper behandle, dann müsste ja eigentlich der physische Körper gar nicht mehr krank werden. Und die Gefühle müssten auch nicht mehr krank werden. Und der Geist müsste auch nicht mehr krank werden. Ich bin auch Psychoanalytikerin, das heißt, ich gehe gerne an die Wurzeln und will gleich an der Wurzel gucken. Und somit habe ich gefunden, dass die moderne Prana-Heilung, die mit dem Lichtkörper und mit der Lebensenergie arbeitet, die, finde ich, praktikabelste und beste Form ist, unabhängig zu werden von dem ganzen Gesundheitssystem, die Eigenverantwortung wieder an sich zu nehmen und auch zu lernen, sich selbst zu behandeln und dann, wenn man gesund ist, präventiv, jeden Tag mal 3 Minuten einfach mal ein bisschen Prana-Atmung machen, ein bisschen mit Licht arbeiten und dann kann man auch gesund bleiben. Und den Rest der Energie, den man dann gespart hat, den kann man ja natürlich dafür verwenden, seinen Lebenszweck zu suchen und zu erfüllen. Macht es Sinn? Macht schon Sinn. Nachdem ich schon wirklich einige Jahrzehnte so arbeite, ne, und das ist ja doch ein bisschen komplexeres Thema, auch wenn jemand sich damit noch nicht befasst hat, eben mit der Heilenergiearbeit, habe ich eben das kleine Büchlein zum Mitnehmen und zum Direktanwenden auch geschrieben. Ich würde gerne mit Ihnen heute mal eine kleine Übung auch daraus machen, wo Sie lernen, sich selbst aufzutanken, Ihren Energiekreislauf zu schließen, bei sich zu bleiben in der Energie, nicht immer Sender und Empfänger die ganze Zeit zu sein für so wahnsinnig viel Strahlung, Energien, Informationen, ne? Und sich selbst ein Stück zu helfen und heute wach und gut hier rauszugehen. Wollen wir das machen? Vielleicht können Sie alle noch mal hinspüren, wo sitzt denn die Kränkung, die ich so erlebt habe? Wo sitzt denn die? Vielleicht kann man mal einfach die Hand dahin legen. Wo habe ich denn diese Kränkung? Wo ist denn die? Wo sammelt sich die? Oh. Können Sie ruhig mal die Augen schließen, 3 Atemzüge machen, mal nach innen gehen und alles, was hier außen ist, an Geräuschen, ist völlig uninteressant. Das interessiert uns jetzt überhaupt nicht. Einfach mal in den Körper hineinatmen, in die Seele, ins Herz. Und hinspüren, wo sitzt bei mir die Kränkung? Wo sammelt die sich denn? Man kann auch der Inspiration folgen, der Idee, dem Einfall. Der ist immer frei von allen Gefühlen, Gedanken und unverstrickt. Dieser erste Gedanke, der kommt, der sagt, ja, da ist es. Und wenn wir das wissen, können wir mal einfach die Hand dahin legen und spüren, ob der Körper sagt, ja, da sitzt es. Okay, jetzt haben wir hier das Herz. Herz ist Ort und Lunge auch. Natürlich Bronchien heißt, ich nehme mir zu wenig Raum. Mein Raum ist eingeschränkt im Leben. Ja? Ne, ich huste euch was, das traue ich mich nicht oder ich mache es dann, ich muss dann sagen, es kommt von der Krankheit. Ne? Ich kann nicht mehr sagen, hallo, ihr geht mir auf die Nerven, ich will Raum. Ja? Der erste Atemzug, ja? Hallo, ich bin hier, ich nehme mir Raum. Wir dürfen uns Raum nehmen, das ist unser Geburtsrecht. Ne? Herz, Selbstliebe, Selbstwert, Wertschätzung, Allliebe, All-Eins-Sein und nicht alleine sein. Bauchspeicheldrüse, Hunger nach der Süße des Lebens. Was haben wir noch? Die Leber. Die Leber steht für unsere familiären Beziehungen auch und alten Groll, alte Dinge, die wir nicht verarbeiten, Lebensfreude, die wir uns nicht trauen zu leben, Muster, die wir übernommen haben und Lebensfäden, die wir weiterspinnen, obwohl wir vielleicht was ganz anderes vorhaben in diesem Leben. Das ist die Leber. Was gibt's noch? Die Galle, Zorn, Wut, Frust, Enttäuschung, ja, die man nicht ausgesprochen hat, ne, die sich da ansammelt. Das Knie nicht beugen können, dürfen, wollen. Schon in der Pubertät gebremst worden sein, in der Selbstentwicklung und in der Ich-Findung. Nicht höher wachsen dürfen, immer wieder abgeschnitten worden sein, nicht dem eigenen Willen folgen können. Ne?
Hüfte ist, nicht den eigenen Weg gehen dürfen. Ja? Also wenn man sich vorstellt, ich bin jetzt erwachsen, so ungefähr diese 18 Jahre Volljährigkeit sitzt hier in den Hüften, ne, von der menschlichen Entwicklung. Ja? Und was ist, wenn wir volljährig sind? Da gehen wir unseren eigenen Weg im günstigsten Fall. Wir sind gut aufgetankt, wir sind gut ausgebildet. Wir sind gut versorgt und wir können sagen, so, liebe Eltern und liebe Gesellschaft, ihr habt mich auf die Schiene gesetzt, ihr habt mich auch versorgt und genährt oder auch nicht. Ja, aber jetzt darf ich wählen, wo ich selber hin will. Und guckt euch mal dieses Gelenk an, das kann einmal rundherum drehen, in jede Richtung. Die Hüfte ist der Körperteil, der tatsächlich mit dem Hüftgelenk uns in jede Richtung bewegen kann. Ja, ich kann ganz selbst wählen, wo möchte ich denn jetzt hin? Wo will ich denn jetzt hin? Ne? Und wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht da abzweige, wo ich eigentlich will, weil ich irgendwelchen Konventionen gehorche, ne, und denke, ich muss aber auf der Spur bleiben, kriege ich Hüftprobleme. Linke Körperhälfte ist so der eher emotional weibliche Part, ne? Und die rechte Körper und die Mutterseite auch. Rechte Körperhälfte ist mehr die Vaterseite, rationaler Part und aber auch dieses expressive, ich nehme mehr Raum, territoriale, ne? Neue Dinge im Leben anpacken. Und wenn es da hakt, dann wissen wir, okay, auf dem Gebiet sollte ich doch vielleicht mal schauen, ob ich mich nicht gängig mache. Ja. Wenn jemand so schräg läuft, so beladen, also so eine Schulter so hat, ne, kennen wir auch immer so Leute, ja, dann gucke mal, hier links ist die Mutterlinie, rechts ist die Vaterlinie. Es gibt ja viele Ahnen vor uns, ne, alle die, die schon da waren und die gucken jetzt alle auf uns, wir sind jetzt hier, ne. Wir haben ganz viele Erwartungen, die wir scheinbar erfüllen müssen, viele Aufgaben, die wir irgendwie übernehmen, viele Hinkelsteine, die wir tragen, die wir gar nicht tragen sollten. Und das sind selbst, das ist so eine selbst auferlegte Schwere, weil wir irgendwelche Pflichten annehmen auf irgendeiner Ebene, die wir gar nicht annehmen müssten. Das ist immer die Mutterlinie, Mutterlinienseite und rechts ist die Vaterlinienseite. Da könnt ihr auch einfach, da können Sie einfach mal hinschauen, wo hängt denn die Schulter, ne? Und wo muss die andere Schulter ausgleichen? Ja? Und dann guckt man mal so ein bisschen nach, vielleicht die eigenen Eltern oder auch, was da vorher war, was da alles Schlimmes auch passiert ist. Wir haben zwei Kriege hinter uns, viele Leute sind heimatvertrieben, entwurzelt gewesen, zerrissen die Familien und so weiter. Es ist also viel Leid und Elend in den Generationen vor uns. Und manchmal denkt man, denen zur Ehre muss man das auch noch alles mittragen. Ne? Aber die bleiben immer gekränkt, wenn ich es für sie trage und ich kann es nicht lösen, weil es nicht mein Thema ist. Und wenn man rausfindet, wo das hingehört, darf man es getrost zurückgeben in Respekt und Achtung und dann wird man auch wieder gerade. Ja. Diesen Nackenbuckel, was könnte das denn sein, wenn man da hinten so ein Buckelchen kriegt, ja? Was ist das? Gedemütigt werden, sich klein gemacht fühlen, mit dem Kopf an die Decke stoßen, nicht weiter wachsen dürfen, ne? So, mehr Platz kriegst du nicht, um dich zu entfalten, um in deine Form zu wachsen. Und dieses Gefühl, ich muss den Nacken beugen, ja? Oder auch, das bricht mir fast das Genick. Oder ihr kennt auch das Joch, was ich tragen muss. Ich fühle mich wie der Ochse vor den Kahn gespannt und muss in dieser demütigen Haltung dieses Joch tragen. Ist so schwer, ne? Dürfen wir alles loslassen. Unser natürlicher Zustand ist Lebensfreude und Gesundheit. Und da wollen wir auch wieder hin. Gut, wenn wir uns dran erinnern. Ja? Okay. Wir wollen jetzt einfach mal das dazugehörige Energiezentrum behandeln. Und zwar kann das jeder selber machen. Jetzt möchte ich bitte, dass jeder nochmal die Hand drauflegt, wo er sich gekränkt fühlt oder wo er das merkt am Körper. Und dann sage ich einfach das Chakra dazu und das merken Sie sich bitte und durch das atmen Sie dann einfach. Kommen Sie ruhig und setzen sich dazu. Alles gut. Wo bin ich gekränkt? Wo sammeln sich meine Kränkungen in Form von Krankheiten, die ich schon erlebt habe? Ja? Wo fühle ich das in meinem Körper? So, okay, das ist hier. Nackenschmerzen, Hinterhaupt, Nebenchakra, merken, Ajna Chakra, da wo die hinter den Punkt haben, energetisches Gehirn. Dann haben wir hier Solarplexus, das ist unser Bauchgehirn, nochmal fast mehr Nervenzellen als im Kopf. Hier werden die Gefühle verstoffwechselt, aufgenommen, verstoffwechselt auch, ja. Und das kennen wir ja, schlägt auf den Magen, auf den Darm, ne? Da kriegen wir dann auch diese ganzen Verdauungsgeschichten, dafür ist es auch zuständig und für unsere Haut.
Okay, Hautabgrenzung, dünnhäutig sein, dickfällig sein, ja. Gut, was haben wir noch? Da hinten, das ist das Wurzelchakra und drüber ist noch das Meng-Main-Chakra. Und wo Sie jetzt hingedeutet haben, ist das Kreuzbein. Kreuzbein, Lendenwirbelsäule, diese Gegend hat oft was mit einem Missbrauch zu tun. Das muss jetzt nicht ein sexueller unbedingt sein, aber auch ein Selbstmissbrauch. Ne, wenn ich mich missbraucht fühle ein Stück weit. Ich muss einen Weg gehen, den ich selber nicht gewählt habe zum Beispiel. Ne? Oder ich fühle mich auch schikaniert ein bisschen und in den Poppes getreten. Ja? Was noch? Die Hüfte, Hüftnebenchakren und Wurzelchakra. Hier. Ja? Wurzelchakra ist am Ende der Wirbelsäule und die Hüftnebenchakren neben den Hüftgelenken. Was gibt's noch? Hinteres Herzchakra ist das. Das hintere Herz, alles was an Selbstwert und Selbstliebe gekränkt ist und auch an Liebesanbindung spiritueller Art, was da gekränkt ist, das sitzt zwischen unseren Flügelchen, die wir nicht aufmachen können. Hinteres Herzchakra zwischen den Schulterblättern und das spüren wir dann. Ne? Das schmerzt, das öffnet sich nicht, das ist oft wie mit so einem Eisenband oder man kann sich nicht bewegen. Okay, was gibt's noch? Wo zeigt nochmal hin? Hier, das ist auch nochmal Solar Plexus und links hier auch Milz. Milz ist der Platz der Lebensfreude. Hier mausert sich das Blut und wird wieder jung und frisch. Ne? Das ist das vordere und hintere Milzchakra. Das ist hier am Ende der Rippen, vorne und hinten. Ne? Wenn wir hier so die Hand reinlegen, ist hier das vordere, hier das hintere. Und wir generieren hier ganz viel, ist der Eintrittsort für Luftprana, Lebensenergie aus der Luft. Ne? Und auch wenn wir sehr schnell frische Energie brauchen, ist das der Punkt. Wenn da aber schon so viel ist, dass wir uns nicht gönnen können, ne, dann können wir dort auch keine Energie aufnehmen. Ja, also gestaute Lebensfreude oder Lebensfreude, die einfach nicht fließen darf, die nicht in den Kreislauf fließen darf, die sich nicht äußern darf, ja, die nicht expressiv sein darf. Milzchakra, hier. Ja? Migräne unterbrochene Hinwendung, also wenn ich jetzt jemanden nicht lieben darf oder kann und von dem nichts nehmen kann. Es kann in der Mutterbeziehung eine Störung sein oder oftmals hat es mit der Mutter zu tun auch. Ja. Hier Stirnchakra und Kronenchakra. Das Knie, Wurzelchakra und Sakralchakra, die sind beide zuständig, Sakralchakra auch zu 40% und Wurzelchakra zu 60% für die Beine. Ne? Und Knie-Nebenchakra kannst du sowieso in der Kniekehle auch behandeln. Okay. Noch was? Sammeln wir noch was? Gut. Hals ist auch wichtig. Halschakra, hier Schilddrüse, Stoffwechsel, kreatives Zentrum, inneres Kind, das innere Kind zum Ausdruck bringen, all die Inhalte, die ein inneres Kind hat, ne? Lebensfreude, Mut, Kreativität, ich äußere mich, ja, ich gebe mir selbst eine Stimme, ich lasse mich zu Wort kommen, ich lebe mein Leben kreativ, ne? Das sitzt hier im Halschakra und dann haben wir noch das Halsnebenchakra hier, wo die Schlüsselbeine zusammenkommen, da über der Mulde. Das ist der sogenannte Asthma-Punkt. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal Asthma hatte oder jemand kennt, der das hat. Psychisch so oft der unterdrückte Ruf nach der Mutter, weil die Mutter nicht da ist oder keine Zeit hat, aus Kinderzeiten noch. Oder man hat eine Gluckenmama, die einem so auf der Brust sitzt, aber nicht so fähig ist, Liebe fließen zu lassen. Ne? Sie kann das nicht, weil sie ist selber nicht im Fluss. Und dafür umhegt und umsorgt sie einen ganz doll und erstickt einen fast damit. Also eins von diesen beiden hat oft auch mal damit zu tun. Halschakra, Halsnebenchakra. Ja? Gibt's noch was? Die Augen. Also hingucken, nicht hingucken wollen. Ne, das, was nah ist, nicht sehen wollen oder das, was in der Ferne ist, nicht sehen wollen, das betrifft so den Lebensweg. Gell? Das ist hier auch unser Ajna-Chakra, ne, wo die Hindus auch den Punkt haben. Das ist unser energetisches Gehirn hier in der Mitte zwischen den Augen und das Hinterhauptnebenchakra. Das versorgt auch die Augen. Noch was? Die Stirnhöhlen. Die Stirnhöhlen kannst du auch über die Chakren, die ich jetzt gesagt habe, versorgen und hier über die Nasennebenchakren und hier auch die Ohrnebenchakren. Ja? Zähne auch, Kiefernebenchakren hier. Hier unter den Ohren. Okay.
So, einen machen wir noch und erzählen noch was dazu und dann fangen wir an, dass wir auch in der Zeit fertig werden. Gibt es noch ein Symptom, was irgendwo sitzt? Den Nacken. Nacken, also hinter Hauptnebenchakra hier, hinteres Herzchakra zwischen den Flügelchen und die Achselnebenchakren. Die sind für die ganzen Schulternackenmuskulatur, ne? Da, wo unsere Schweißdrüsen sind in den Achseln, da sitzen auch noch zwei Chakren, die ganz stark helfen zu entgiften und zu reinigen. Ne? Da hilft oft schon, wenn man nachts einen Strumpf oder sowas, so was Weiches, nur in die Achseln legt, dass die wieder in Gang kommen und ihre Arbeit machen können. Das ist morgens schon besser oft. Ja? Okay, womit wollen wir denn jetzt diese Chakren reinigen? Mit Lebensenergie, ne? Ist es zu viel verlangt, wenn wir uns kurz alle hinstellen? Geht es? Okay. Okay, dann einfach mal ganz gemütlich hinstellen. Wer nicht stehen kann, kann natürlich auch sitzen, ganz klar. So, und wir werden uns jetzt mal bewusst, wo überall Quellen für Lebensenergie sind. Wo sind denn überall Quellen für Lebensenergie? Wo? Hier, also in der Luft, im Kosmischen, im Kosmos, Sonne, Wasser, Erde, ganz wichtig, die vergessen wir immer, wir denken immer, Erde ist sowas Schmutziges und so, und Erde, ganz wichtig, die Erde erhält uns, das ist unser Gastgeber, ne? Unser Gastgeber, den sollen wir auch ehren und lieben. Jetzt lassen wir einfach mal durch unsere Füße und unsere Hände, die halten wir mal so ein bisschen vom Körper ab, und wir atmen ein, aus ganz tief aus der Erde, ein goldenes Licht, hier vorne darf es hochfließen in unseren Körper hinein, bis die ganze vordere Körperseite mit goldenem Licht angefüllt ist, atmen wir tief ein und halten den Atem kurz an. In den kleinen Atempausen fließt dieses Prana ganz stark in unsere Chakren hinein, in diesem kurzen Moment des Innehaltens. Ja? Also atmen Sie mal tief goldenes Licht aus der Erde in die ganze vordere Hälfte Ihres Körpers, halten kurz die Luft an, lassen dieses goldene Licht sich verteilen. Und die Chakren, von denen ich jetzt gesprochen habe, jeder weiß, welches seine sind, durch die atmen Sie jetzt dieses goldene Licht wieder hinaus. Nimmt alles Verbrauchte mit. Das goldene Licht ist das Heillicht. Das goldene Licht informiert unsere Zellen, unser ganzes Sein, auch unseren Lichtkörper wieder, dass wir heil sind, dass wir auch wieder heil sein können zu jedem Zeitpunkt unseres Seins. Wir kriegen die Rückinformation wieder über unsere ursprüngliche Vollkommenheit, über diese goldene Lichtschwingung. Atmen wir nochmal tief ein, vordere Körperhälfte, halten kurz inne, verteilen dieses goldene Licht in alle Zellen, alle Zellzwischenräume. Lassen dort alles sammeln und auflösen, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Alle verbrauchten Energien, alle Kränkungen. Alles, was uns belastet, alles, was schwer ist, sammelt dieses goldene Licht, wandelt es und durch die Chakren hier vorne atmen wir dieses goldene Licht wieder hinaus. Noch ein paar Mal. Holen Sie sich dieses goldene Licht beim Einatmen, halten Sie inne, lassen Sie es verteilen und überall in Ihnen auf Suche gehen nach unerlösten Energien, diese mitnehmen, auflösen. Und dann atmen wir dieses goldene Licht durch die beschriebenen Energiezentren wieder aus. Das machen Sie so lange, bis Sie fühlen, dass Sie stabil stehen können. Und da wir ja nicht nur aus einer vorderen Hälfte bestehen, sondern auch aus einer rückwärtigen, holen wir uns jetzt kosmisches und Luftprana, Sonnenprana, über unsere Hände, über unseren Kopf,
atmen wir goldenes Licht aus dem Äther ein, führen es durch unsere Hände und unser Kronenchakra hier in den Körper hinein. Beim Einatmen machen eine Atempause, lassen es sich verteilen, alles Unerlöste aufspüren in unserem Körper, in unseren Gedanken und Gefühlen. Und atmen dieses goldene Licht wieder aus, hinab zur Erde, jetzt durch die Füße, durch die Fußchakren. Alles Unerlöste wird dort transformiert und aufgelöst und in frische, lebendige Energie umgewandelt, die uns wieder zur Verfügung steht. Noch ein paar Atemzüge aus dem Äther. Tief einatmen. Den Rücken hinunterfließen lassen. Eine Atempause und beim Ausatmen atmen wir durch die rückwärtigen Chakren, die gestaut sind, beschädigt gerade sind, zu wenig Energie haben oder zu viel, hinaus, da wo die Flügelchen sind, da können Sie ausatmen. Und wiederholen Sie das, bis Sie merken, Sie werden auch am Rücken ganz frei. Es wird leichter, ne? Die schiefen Schultern werden wieder ein bisschen gerader, die Flügel dürfen sich wieder ausbreiten, ja? Fühlt sich das an? So ein bisschen leichter schon? Ja? Okay. Jetzt dürfen Sie mich weitermachen lassen. Und zwar brauche ich dazu, dass Ihre Gehirnhälften ein bisschen synchron sind. Und dann machen wir eine kleine Übung und dann dürfen Sie sich einfach nur noch ein paar Minuten hinsetzen und ich werde Sie mit Prana nochmal reinigen, wem das recht ist. Ja? Es hat keine Nebenwirkungen und macht nicht abhängig. Ich habe hier was aufgemalt. Kann man das lesen? Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir alle genügend Platz haben, damit, dass wir die Hände nach vorne halten können, verschränkt, und auch die Arme mal nach links oder den Körper mal nach links und rechts drehen können. Ohne jemanden, wenn alle es genauso machen, wie es da steht, haut keiner keinen. Ne? Wenn nicht... müssen wir mit Prana wieder auf die Füße helfen. Wir machen jetzt eins. Wir sagen laut dieses ABC. Zeitgleich bewegen wir unsere verschränkten Arme bei A zum Beispiel nach links, bei B nach rechts, dann bei C nach links, bei D nach links, bei E nach vorne. Gerade. Ja? Und wir gucken, dass wir das so schnell wie möglich hinkriegen. Können Sie was sehen oder rutschen Sie noch ein Stück her? Geht es? Okay, wir fangen mal an. Ich stehe jetzt auch mal so, dass ich nicht alle irritiere, ne? Ruhig mitreden, jetzt laut mitsprechen. A, geht schon? Okay. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, wo sind wir jetzt? X, 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 Y, Z. Gar nicht leicht. Jetzt machen wir es nochmal ganz schnell, okay? Gut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Super! Die Gehirnhälften sind wieder koordiniert. Sie hören jedes Mal auf, miteinander zu arbeiten, wenn wir mit dem Handy telefonieren. Das muss uns auch bewusst sein. Ja, da arbeitet immer nur eine und da ist diese Verbindung unterbrochen. Ne? Da fließt wirklich tatsächlich
nicht mehr von links nach rechts in unserem Kopf die Energie. Diese einfache Übung, einfach das Alphabet aufschreiben, ja, und sich dann darunter diese drei Positionen, wo man die Hände auch, die verschränkten Hände hinbewegen kann, drunter schreiben und einfach irgendwo hinhängen als Zettel und es immer mal machen. Es macht sofort wach im Kopf, es bringt unsere Körperhälften wieder zusammen und wir sind aufnahmefähig. Erst dann sind wir aufnahmefähig, denn die Information bestimmt immer der Empfänger. Ne? Welche Türchen habe ich gerade geöffnet? Da kann auch was reinkommen. Wenn ich ganz zu bin, ganz dicht, kommt eh nichts rein. Ja? Okay, also wir können uns als Empfänger für interessante Informationen öffnen und können auch diese Information verarbeiten, wenn wir mal so eine Übung machen. Diese Übung habe ich jetzt nicht im Buch mit drin, aber es ist, die kann man sich schon merken. Ganz egal. Ich habe jetzt auch willkürlich vorhin das aufgeschrieben. Ganz egal. Ja? Okay, dann setzen Sie sich einfach mal hin, legen die Kuppen von Daumen, Zeige und Mittelfinger zusammen, ganz locker auf die Knie, ganz easy und machen ein bisschen Prana-Atmung, das heißt, Sie legen Ihre Zunge an den Gaumen, das heißt, ich bin in meinem Ei, ich bin nicht mehr auf Sendung und Empfang, sondern Sie schließen so Ihr eigenes energetisches System, wenn Sie die Fingerkuppen hier zusammenlegen und die Zunge an den Gaumen tun. Licht an bei mir zu Hause. Ich stehe keinem sonst zur Verfügung. Und jetzt sind Sie energetisch ein geschlossenes System. Und wenn Sie jetzt noch ein bisschen diese Prana-Atmung machen, das heißt, Sie atmen goldenes Licht ein, verharren, atmen goldenes Licht aus, werden Sie merken, dass Sie sich und Ihre Aura, Ihr energetisches Feld aufpumpen wie ein Gymnastikball. Ja? Und alles, was nicht zu Ihrer Energie passt, es rutscht nämlich an diesem prallen Gymnastikball einfach ab. Sie sind nicht mehr so empfänglich für alle möglichen Energien, die an Ihnen haften bleiben und die mit Ihnen eigentlich gar nichts zu tun haben. Sie machen jetzt einfach diese Prana-Atmung noch ein bisschen, wenn Sie Lust haben. Und ich sehe, wo hier noch Reinigungsbedarf ist. Und ich bin die Reinmachfrau jetzt. Und reinige jetzt einfach noch ein bisschen mit und guck mal, dass ich auch hier die Kopfchakren schön reinige, dass Sie heute auch gut und frisch in den Abend gehen und gut schlafen. Sie können die Augen schließen, nichts überkreuzen bitte, die Füße schön auf den Boden stellen, genau. Und gar nicht anstrengen, lassen Sie die Hände ruhig auf den Knien ruhen. Sie müssen sich nicht anstrengen, um Gottes Willen. So, okay, gut. Ich habe hier einen bioenergetischen Mülleimer, in den ich imaginär auch die verbrauchte Energie tue, weil man lässt nichts liegen, sonst tappt der Nächste rein. Und wenn man gerade eine niedrige Schwingung hat, dann hat man ratzfatz nämlich auch vielleicht die Beschwerden von jemand anderem übernommen. Okay. Einfach die Prana-Atmung machen, ein bisschen mit dem goldenen Licht sich anfreunden, sich der inneren Vollkommenheit gewahr sein und des Zwecks der Reise hier auf die Erde. Wir zwei gerade, ja. Hast genau gespürt, gell? Schön. Gut, jetzt? Ja, schön. Wo schöner. Hi, no. Nee. Hi.
Okay. Von hier aus ganz schön zu sehen, wie da so Anspannungen weichen, ja, obwohl sie die Augen geschlossen haben, ja, aber sie merken genau, wo ich bin, ne? Immer derjenige guckt mich an. Lustig. Na, wir können uns energetisch immer spüren. Wenn wir uns ein bisschen drauf einlassen, dann merken wir, wir uns berühren die ganze Zeit. Ne? Das ist schön. Ja, kriegt's alle mit, gell? Wo ich gerade bin. Ist toll, ne? Wie man das wahrnimmt, ja. Kleeblattfee. Ist auch gemerkt.
Schön, schön. Ja, gut. Darf ich? Okay. Einfach weiteratmen, einfach sein. Alles gut. Klar. Den linken Arm mal heben, das wäre nett. Ja. Danke. Schon gut. Okay. Bei mir so, da kommen dann manchmal auch so Töne, Schwingungen, die sollen dann auch zu der Person, ne? Das sind einfach auch alle Helfer, die jetzt mitarbeiten. Da bin ich ja gar nicht allein. Okay, danke, dass ich Sie behandeln durfte. Ich hoffe, es geht allen soweit gut. Kleiner Tipp, heute Abend bitte, um energetisch gar nichts durcheinander zu bringen, nicht mehr duschen, baden, sondern einfach einen schönen Abend haben, schön atmen, nicht zu spät ins Bett gehen, schön schlafen, gute Träume haben, viel loslassen und viel Schönes wachsen lassen in Ihnen. Ja, gut. Ja, Prana kann man bei mir lernen und ich mache schon sehr lang das Golden Prana nach meiner eigenen Methode, nach Kubi. Und wie gesagt, das Büchlein, das sollte ich heute vorstellen, habe ich ein bisschen was draus gezeigt auch. Namaste heißt, ich grüße das Göttliche in dir und ich grüße das Göttliche in mir. Namaste. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen und ganz besonderen Abend. Mit sich selbst. Danke fürs Zuhören. Bis später.